Heute plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, erkläre euch mal, wie ich so trainiere. Denn die Fragen kommen natürlich von allen möglichen Leuten. Wie schaffst du es so auszusehen? Wie schaffe ich es denn, das zu halten, was du schon erreicht hast? Das geht nur mit einem modifizierten Trainingsplan, den ich für mich persönlich ausgearbeitet habe. Es hat auch längere Zeit gedauert, bis ich herausgefunden habe, was funktioniert nicht. Dasselbe gilt natürlich auch für alle Kunden, wenn ich mit denen arbeite. Aber für mich gilt, dass ich ein Pyramidensystem arbeite. Das heißt, wenn ich eine schwere Grundübung wie das Kreuzheben oder das Kniebeugen mache, ist das nie dasselbe Gewicht, was in 3, 5 oder 6 Sätzen durchgängig gearbeitet wird. Nach dem Aufwärmsatz mache ich 2 Sätze mit sehr hoher Wiederholungszahl und moderatem niedrigem Gewicht, um die Muskulatur richtig gut durchzukriegen, die Kraftausdauer zu verbessern. Dann folgen 2 Sätze mit einem durchschnittlich schweren Gewicht, mit dem ich gerade noch so 8 bis 12 Wiederholungen schaffe. Das regt das Muskelwachstum an. Und in der Folge kommen noch 2 Sätze mit sehr niedrigen Wiederholungszahlen und sehr hohen Gewichten. Das geht richtig schwer auf die Pumpe und irgendwann tun auch Arme, Beine und Knie und alles andere auch weh. Aber das muss sein, denn die Kraft, Maximalkraft, die dadurch trainiert wird, gibt mir nochmal so den letzten Kick, dass ich auch das Gefühl habe, boah, jetzt bist du wirklich an die Grenzen gegangen. Das heißt, niemals nur trainiere ich 3 gleiche Sätze mit gleichem Gewicht. Daran gewöhnt sich der Körper zu schnell. Wir müssen ihn in jedem Training fordern. Das gilt für mich genauso wie für meine Kunden. Und ich arbeite da wirklich extrem hart an mir. Ich versuche in jedem meiner Trainings eine schwere Grundübung einzubauen. Ob das nun die Kniebeuge, der Klimmzug oder auch das Kreuzheben ist, das Bankdrücken, das Rudern. All diese schweren Grundübungen mache ich. Ich mache wenige Maschinenübungen. Und wenn ich eine schwere Grundübung gemacht habe, versuche ich auch danach immer den Gegenspieler zu trainieren, damit es keine muskulären Disbalancen gibt. Das heißt, wenn ich den unteren Rücken stark trainiere, werde ich in der nächsten Trainingsarbeit, direkt danach in derselben Trainingseinheit auch den Bauch sehr hart rannehmen, sodass Vorder- und Rückseite des Rumpfes gleichzeitig gleich trainiert werden. Wenn ich nur das eine trainieren würde, wird irgendwann dieser Muskel derart dominant gegenüber dem anderen sein, dass es zu einer Haltungsstörung kommt. Deswegen immer auch Protagonisten und Antagonisten trainieren. Das heißt, Bizeps, Trizeps ist so ein Paar, Bauch, unterer Rücken ist so ein Paar, Beinstrecker, Beinbeuger ist auch so ein Paar. Ich persönlich liebe es, dass ich dann spüre, wie sowohl die Rückseite als auch die Vorderseite des Beins trainiert. Und dann erst habe ich das Gefühl, dass ich auch wirklich das geschafft habe, was ich haben will.